Hallo meine Lieben, es ist Heiligabend und auf diesem Wege wollten meine Freunde und ich euch frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest wünschen. Weihnachten ist ein gutes Stichwort. Ihr kennt wahrscheinlich noch die Barbecue Camp Community, auf der wir gerne als Live gespielt haben. Die haben zurzeit ein Weihnachtsspecial, ein richtig cooles sogar. Man soll ein weihnachtlich angehauchtes Gedicht schreiben, was halt auch was mit Barbecue Camp zu tun hat und dies veröffentlichen und das schönste Gedicht kann gewinnen. Ich habe mir halt gedacht, dass ich das Gedicht auch vorlesen könnte und ein Video darauf veröffentlichen, sozusagen als ja, so ein Geschenk für die Barbecue Camp Community. Dann fange ich jetzt mal an, ein bisschen aufgeregt. So, es soll ein bisschen angelehnt sein an O Tannenbaum, aber naja, es war ein Versuch. O Barbecue, wie toll sind deine Admins. Auch zur Weihnachtszeit sind sie stets bereit. Der Helsing, Moonwalker und auch ein Sign ziehen sich an sehr fein. Sogar der bärtige Santa Chucky macht die kleinen Kinder lucky. Die Tischkante ist mitgedeckt, der Papa Sotex hat die Geschenke versteckt. O Barbecue, wie treu ist deine Community. Aus dem Keller sogar kriecht der Will heraus, denn es weihnachtet sehr im Haus. Zwar kommen einige undercover, wie der Anwalt Lenny, der Dexter und MacArthur. Ordnungsbringender Nimda bildet sie aus, unsere Kinder. Scumbag und Trayhome versuchen, den Boden zu fegen. Dengel Nafriel wird euch dafür geben, den Segen. Ottmar Zittlau und Arno Dübel verstecken den Ranjit in einem Kübel. Und auch Dennis, deckt dieser Wicht, kommt natürlich vor in diesem Gedicht. O Barbecue, wie schön sind deine Spiele. In Planetzeit wird heute Nacht nicht geflogen. Auf altes Live verkauft man keine Drogen. Spritzgebäck und Weihnachtskugeln sind der Renner in Life is Feudal und in Daisy wurden die Lichter ausgemacht, denn heute ist unsere heilige Nacht. Vielen lieben Dank. Ja, dann wie gesagt wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und noch ein schönes Fest. Macht's gut und bis dahin.